Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren russischen Zupfkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Als erstes fange ich an mit dem Mürbeteig und dafür benötige ich 220 Gramm Mehl, ein Ei, 80 Gramm Zucker, 30 Gramm Kakao, 125 Gramm Butter und ein halbes Paket Backpulver. Ich werde außerdem noch ein bisschen Vanillezucker dazu tun und jetzt können wir auch schon loslegen. Ich tue einfach alle Zutaten in die Schüssel, das Mehl, den Zucker, die Butter, den Kakao, ein Ei, Vanillezucker und ein halbes Päckchen Backpulver. Das wird jetzt einfach nur verrührt. So, jetzt ist der Teig auch schon fertig. Ich werde eine 28er Springform benutzen, fette den Boden jetzt ein bisschen ein. Und die Seiten auch so ein ganz bisschen. 3/4 von dem Teig werde ich jetzt in die Springform tun. Beziehungsweise ich nehme mir gleich mal so 1/4. 1/4 tue ich mir schon mal beiseite. Den restlichen Teig verteile ich erstmal auf den Boden von der Springform. So, den Boden habe ich jetzt komplett bedeckt. Jetzt kann ich die Seiten hochziehen. Dafür bemehle ich meine Finger so ein bisschen und versuche das so gleichmäßig wie möglich. Ich zeige es mal, hoffentlich kann man es sehen. Den Rand so hoch zu ziehen. Kann man es sehen? Ja. Somit habe ich jetzt eine schöne gerade Kante und der Mürbeteig ist jetzt erstmal fertig. Der kommt jetzt kurz in den Kühlschrank, solange ich die Quarkmasse zubereite. Jetzt mache ich weiter mit der Quarkmasse. Dazu benötigen wir 500 Gramm Quark, 200 Gramm Schmand, 200 Gramm Sahne, 110 Gramm Zucker, ein Päckchen Puddingpulver, 2 Eier und 100 Gramm weiche Butter. Ich benutze außerdem noch ein Butter-Vanille-Aroma. Als erstes schlage ich die Butter steif. Die steife Sahne kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank. Dann nehme ich die weiche Butter und den Zucker. Die Butter und der Zucker werden jetzt erstmal schaumig geschlagen. Den Backofen könnt ihr schon mal vorheizen und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Dann tue ich den Schmand dazu und den Quark. Und ein halbes Fläschchen von dem Butter-Vanille-Aroma gebe ich auch schon gleich damit hinzu. Das wird jetzt erstmal verrührt. Ich werde jetzt einzeln die Eier einrühren. Und ganz zum Schluss kommt jetzt noch das Puddingpulver hinein. So, die Quarkmasse ist jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt nur noch die Sahne unterheben. Die Quarkmasse ist jetzt fertig und kann auf den Mürbeteig.
schlage es 2-3 Mal auf die Arbeitsfläche, damit vorne Luftblasen raus können. Jetzt können wir die restliche Mürbeteigmasse nehmen und einfach so kleine Kügelchen formen und die dann so ein bisschen platt drücken und auf den Kuchen verteilen. Der Kuchen ist jetzt soweit fertig und kann in den Backofen. Den hatte ich ja vorher schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und da wird er jetzt 60 Minuten lang backen. Der Zupfkuchen ist jetzt fertig, aus dem Backofen gekommen, er war genau eine Stunde drin und ich lasse ihn jetzt über Nacht in der Form auskühlen. Der russische Zupfkuchen ist jetzt über Nacht ausgekühlt und schmeckt richtig lecker. Probiert ihn unbedingt mal aus, es ist der perfekte Sonntagskuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.